Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es alles darum, wie wir solche Preisetiketten, die hier überall aufgebracht sind, ganz einfach und unkompliziert lösen. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Zu unseren benötigten Materialien. Als erstes benötigen wir Pflanzenöl, wie es in jedem Haushalt eigentlich vorzufinden ist. Des Weiteren benötigen wir noch so einen Küchenarbeitsplattenschaber, also damit tut sich die Arbeit sehr erleichtern. Es geht natürlich auch ohne, aber damit erzielen wir ja einwandfreie Ergebnisse. Ein Glas und ein Pinsel. Und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes füllen wir etwas Pflanzenöl in unser Glas hinein. Tun unser Pinsel damit etwas benetzen und tun als nächstes unser Etikett damit benetzen. Das tun wir jetzt mal hier drauf. So, schön einwirken lassen. Tun wir es mal beiseite, das nehmen wir unser anderes Weißetikett und tun das auch benetzen. Das ist jetzt an so einer Futterkiste jetzt nicht ganz so schlimm, aber das ist jetzt als Demonstrativzweck sehr gut geeignet. Und jetzt lassen wir die ganze Geschichte mal einwirken. Das dauert so ungefähr 5 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Und bis dahin tut sich unsere Etiketten schön einweichen. Der Vorteil von dieser ganzen Lösung ist, dass wir auf einen teuren Etikettenablöser verzichten können. Weil das ist ein ganz einfaches Hausmittel, was jeder kennt. Und von daher hat jeder im Haushalt etwas Öl. Es muss jetzt nicht unbedingt das Mazola Speiseöl sein. Also es geht jedes handelsübliche Öl, was wir im Haushalt haben. Vielleicht Motorenöl, dafür nicht unbedingt geeignet. Würde zwar funktionieren, aber hat im Haushaltsbereich jetzt nicht wirklich was zu tun. Also bitte Speiseöl. Ob Olivenöl, Distelöl, Keimöl oder weiß der Teufel was für Öl, es funktioniert mit allen Ölen. So, jetzt lassen wir das etwas einwirken und sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt nach 5 Minuten Einweichzeit später nehmen wir unseren Küchenschaber und versuchen jetzt unser Etikett zu lösen. Und wie wir sehen, hüpft das hier auch schon von ganz allein herunter. Doch noch etwas hartnäckig hier. Jetzt geht's ab. Also vielleicht dann doch ein, zwei Minuten länger einwirken lassen. Aber es löst sich. Sind wir mal etwas bisschen weg. Und können wir das jetzt auf Kleberreste hier entfernen. Und so ist jetzt unser Aufkleber hier auch schon entfernt. Jetzt nehmen wir mal unser anderes Teil, was wir eingeweicht haben. Und zwar unser Halter für Maul und Ringschlüssel. Den werden wir jetzt mal versuchen, ob es schon löst. Und er beginnt sich schon zu lösen. Also mit Öl, wie wir sehen, kippen wir die ganze Geschichte auch schön ab. Und so wie wir sehen, jetzt wischen wir das mal aus und wie wir das sehen können, ist jetzt unser Aufkleber entfernt. Jetzt nehmen wir nochmal ein trockenes Tuch und das nochmal kurz trocken wischen.
bisschen Öl entfernen. Und wie wir sehen, haben wir ein astreines Ergebnis. Also das alles nur mit Speiseöl und eine ganz einfache Geschichte. Und ja, ich denke, ich konnte den einen oder anderen mal wieder was Neues aufzeigen, wie man das einfach und schnell erledigt. Viele plagen sich damit rum mit Kratzen etc. und dann geht es doch nicht ab. Ganz einfache Sache. Wenn das Video euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben, teilt es und wir sehen uns in meinem neuen Video. Bis dahin, euer Jörg.